So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Das letzte Mal waren wir hier bei diesen komischen Stase, ach Quatsch, was rede ich, Chinese-Teilen angekommen, wo man so drüber laufen konnte. Und haben dann hier vor der Tür Halt gemacht, weil hier der Safe Point war. Und dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Öffnen! Yay! Blut. Hallo Blut. Hallo. Wie geht es dir? Naja, gut. So. Eintritt Vakuum, ja, sicher. Okay. Ja, ja, das ist mir klar. Space. Space. Das sieht cool aus. So. Aber ich mache mir gar keinen Stress hier, weil das sollte eigentlich von der Zeit reichen. Aber ich kann eh nichts aufheben, deswegen gehe ich einfach mal weiter. So. Was ist hier drin? Hier ist Plasmaenergie, das kann ich komischerweise aufnehmen. Und dann gehen wir doch mal hier rein. Ui! Und hier ist wieder Luft. Hallo Leiche. Was sind das für Geräusche? Okay. Ist hier irgendwas an Gegnerzeug? Das möchte ich nämlich eigentlich erst beseitigen. Aber wirkt relativ human. Okay. Gut. Schwerkraft deaktivieren, ja sicher. Hui. Was ist denn das jetzt so laut? Was soll das denn? Ja. Ich muss mal eben Ton leiser machen hier bei mir vor Ohren. So. Zero-G-Sprung. Ja, LT plus Y. Aber ich meine, das war G, ne? Nein, war es nicht. Ach, ich gucke einfach in die Steuerung. Ich habe keinen Plan. Steuerung. Ja, was wird das sein? Grundlegend, ich gehe mal Rig-Modus. Nein, das ist Nick. Grundlegend. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Der ist nirgendwo, toll. Darf ich jetzt raten, wie der geht, oder was? Ma. Doof. Auf Tab. Nein, Quatsch, das ist das Inventar. Wie komme ich auf Tab? T. V. C. X. Y. Ma. Wie geht der nochmal? Steuerung? Nein. Shift. Shift ist... Ne, warte. Ach, Steuerung ist auch das? Okay. Ma, wie geht das denn nochmal? Ah. Steht das vielleicht unter der Zielsteuerung, aber ich kann mir gerade nicht denken, dass es da steht. Zielmodussteuerung. Ach da, Zero Steuer. Okay, Zielen und Steuerung. Na schon. Jo, in der Tat. Ach so, ich ziele dann quasi dahin, wo ich springe. Okay. Ja, das war mir jetzt nicht mehr so geläufig. Was muss ich denn machen? Da war doch irgendwo, genau, hier so ein Ding. Komm mal her. Und dich muss ich doch sicherlich irgendwo einsetzen. Geh mal da hoch. Und dann gehe ich auch mal da hoch. Hui. Yep. Wo bin ich jetzt? Hä? War hier nicht gerade noch eine Plattform? Ach da, okay. Darf ich drauf? Hep. Und dass immer noch keine Monster kommen, ne? Sehr eigenartig, okay. So, dann nehme ich mich mal dir hier. Was? Nehme ich mich mal dir hier? Ja, guter Deutsch. So, geh da rein. Los. Hep. Und geöffnet. Yay. Sehr gut. Und wieder Blut. Okay, keine Schwerelosigkeit mehr, habe ich mir fast gedacht.
Plasma-Energie. Warum kann ich die aufheben und das andere nicht? Das macht doch keinen Sinn. Was ist das denn? Schockpad. Ach so, Schockpad. Ja, genau, das brauchte ich doch. Stimmt. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Oh yeah, okay. Jetzt kommen anscheinend auch wieder die Monster. Und ich kann immer weiter Plasma-Energie mitnehmen. Was ist das denn? Mein Inventar ist offiziell voll. Ja gut, die können gestackt werden. Ja gut, okay, das macht Sinn. Ich habe nichts gesagt. Muss ich jetzt einfach stupide wieder zurücklaufen, oder was? Wo zeigt der hin? Das ist ein bisschen konfus hier, ne? Hallo? Ich höre doch was. Da, hi. Gehst du tot? Wo bist du hin? Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Nee, darf ich anscheinend nicht. Okay. Tot. Komm, stirb. Hallo. Dreistes Teil. Ah, hau ab. Geht doch. Ah, da ist noch einer, das. Oder? War da noch einer? Ich habe doch was gehört. So, jetzt die Tür zu. Jetzt darf ich wahrscheinlich springen. Immer noch nicht. Was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich erst wieder hier so ein Ding rausziehen vielleicht? Nee. Komme ich denn jetzt dahin zurück? Da sind ja noch mehr so Batterieteile. Brauche ich die vielleicht? Aber wofür? Nö. Ich muss doch... Ja. Warum ging's gerade nicht? Dummes Spiel. Okay, das ist immer so verwirrend hier. So muss ich springen. Hep. Und dann wieder hier durch. Bin ich denn auch auf dem richtigen Kurs? Jo, läuft. Okay. Ja, öffne doch auch. Ich hämmer hier aber interessiert ihn nicht. Klar. So, jetzt kommen wir wieder ins Vakuum. Öffnen. Und ich traue dem Braten nicht. Ich denke, hier wird uns auch das ein oder andere... Ja, sicher. Ich sag's doch. Boah, hört euch das an. Das ist doch krass. Wow. Diese dumpfen Schüsse hier im Vakuum. Das gefällt mir. Wow, cool. Kann ich wahrscheinlich immer noch nicht. Ne, warum auch? So. Ah, war es schon, okay. Ui, raus. Ja, hi. Wie geht's denn so? Hm? Ich hoffe gut. Komm, geh einfach sterben. Und mach mal die Tür zu da hinten, genau. So, 1000 Credits, sehr schön. Die Tür ist immer noch verschlossen. Kriege ich die irgendwie auf? Irgendwie so? Nein. Hm. Naja, interessiert auch keinen. Öffnen. Kollege, du legst hier ein bisschen Scheiße. So. Speichern. Auf welchem? Auf dem. So, haben wir ja gelernt. Es geht auch mit Enter. App. So, dann haben wir schon wieder 9 Minuten um. Aber ich denke... Zu dieser Safe Station sollte ich noch kommen, wo ich das Termit hinbringen muss. So. Was steht denn da? Das kann man immer so schlecht lesen. Infidel oder was? Kein Plan. So. Können die nicht mal deutlicher schreiben, ihn da mit ihrem Blut? Was soll das denn? Mensch. So. Da kommt doch sicherlich einer raus. Komm. Ja, ich hab das schon gesehen. Du kannst mich doch nicht verarschen. Komm. Tschüss. Bam. Tot. Haha. Du kannst nix. Hörst du das? Du kannst nichts. Bam. So. Oh Gott. Wo? Nachladen? Irgendwo unten, nehme ich an. Ich fahre einfach mal runter. Da. Okay. Tot.
Naja, wohl nicht. Ja. Die können ja getrostlos ohne Köpfe weiterleben, ist klar. Jetzt aber. Bam. Drop doch was. Na los. Trau dich. Ma. Okay. Ich nehme an... Hi. Na? Naja. Ich nehme an, ich muss einfach wieder zurück. Ja. Warum auch nicht. Die ist auch verschlossen. Achso, da kann ich einen Knoten einsetzen. Habe ich einen Knoten? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich habe einen Knoten. Und da sehe ich auch gerade noch einen Textlog. Ja, wie gehabt. Lest es, wenn ihr Spaß dran habt. La 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 la. La 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 la. Dab 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 da 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 da. Boah, ist ja lang. Oh, komm. So, okay. Yep. Gönn ich mir das? Ich gönn mir das. Ja, ja, komm. Nimm. Hä? Nimm ihn doch. So. Jetzt soll aber was Gutes drin sein, nicht so ein Schmarrn. Am besten wieder ein Knoten. Können in solchen Räumen Nekromorphen kommen? Ich weiß nicht. Ich denke mal nicht. Aber man weiß es ja nicht. Was denn da? Halb... Oh. Sehr schön. Der gibt auf jeden Fall Kohle. Audio-Log. Ja. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Na? Ja, wer weiß, ob er gläubig ist. Das will ich eigentlich gerne haben. Ich benutze einfach mal hier so ein kleines, glaube ich. Ne, kann ich gar nicht, wenn ich voll bin. Schade, dann... Ah, komm, dann werf ich es einfach weg. Und nehme das große mit. Ja, genau, Isaac. Hey, was steht denn da? Bits, es ist... Is it safe? Ach so. Ja, ist es sicher? Ja, das habe ich mich ja auch gerade gefragt. Keine Ahnung, ob es hier sicher ist. So. Und jetzt hebst du bitte das große Medipack auf. Dankeschön. Hep. Und wir gehen wieder raus. Ob der sich jetzt so richtig gelohnt hat, der Raum, weiß ich nicht. Aber was soll's. Ich lade mal nach. Und öffnen. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Ich höre doch schon wieder was. Ach, oh, die Kleinen. Die sind ekelhaft. Das sind ganz miese Gegner. Haut einfach ab. Kommst du jetzt her? So. Die können einen so komisch anspringen und dann muss man ganz oft E kloppen, glaube ich, oder so war das. Die sind auf jeden Fall nicht nett. So. Dü. Ist ja alles so ruhig hier. Das gefällt mir nicht. Hallo, Frau. Oder ist das eine Frau? Ja, das ist eine Frau. Komm. Ach, da ist der Raum. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere. Wobei, ich gehe noch in den Shop vorher. So. Bisschen was loswerden. Inventar. Ja, komm. Ich brauche keine Impulsprojektile. Ja, Inventar. Halbleiter Gold verkaufen. Ja, Halbleiter Gold verkaufen. Ja. Ja. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Nö.
Okay, dann würde ich sagen, ich gehe speichern und beim nächsten Mal werden wir dann da den Weg freisprengen. So wie die LBS quasi. Wir machen den Weg frei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und ciao!